Hallo Camping- und Outdoor-Freunde! Es geht weiter im Programm. Fahrradwohnwagenbau, komplett aus Holz. Bis natürlich die Achse und so, das ist nicht aus Holz. Die Unterkonstruktion habt ihr ja im letzten Video gesehen, wie ich das gemacht habe. Ich werde noch eine zweite bauen, und zwar eine mit Löchern hier drin. Da kommen überall Löcher rein. Die Idee hattet ihr, die kommt nicht von mir. Vielen Dank an dieser Stelle, ich bin da wirklich nicht drauf gekommen. Eigentlich total simpel. Wenn man dann die Löcher reinmacht, dann spart man Gewicht. Aber die Stabilität geht nahezu nicht flöten. Also natürlich darf man es nicht übertreiben, man muss noch ausreichend Material stehen lassen. Aber ich denke, das sollte funktionieren. Ich werde auf jeden Fall noch ein zweites Teil bauen, also eine Unterkonstruktion mit Löchern drin. Und dann kann ich das Ganze ja mal in der Praxis testen. Also ich habe ja sowieso vor, mehrere Prototypen zu bauen, um irgendwann zu einer Serienreife zu gelangen. Im Teil 2 geht es weiter mit der Seitenverkleidung. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Das ist eine MDF-Platte. Keine Angst, das ist nicht meine Seitenverkleidung. Das wird nur eine Schablone. Denn auf dieser Seite sieht man das schon mal. Ich habe da hier ein bisschen was angezeichnet. Ihr kennt ja meinen Spruch, während die Intelligenten beraten, stürmen die Blöden die Burg. Ich bin zu blöd dazu, sowas am Computer vorzukonstruieren. Deswegen habe ich das jetzt einfach hier high live angezeichnet. Habe mir natürlich eine Skizze vorher gemacht. So, schaut her. Also diese Form hatte ich mir schon mal vor einem Jahr ausgedacht. Ich wollte das eigentlich so an Seiten ein bisschen hoch machen. Ja, letztlich ist es jetzt so geworden. Ich meine, das hier sieht irgendwie cooler aus, finde ich. Aber das hat jetzt einen Grund, warum ich das so gemacht habe. Mein Bauchgefühl hat mich dazu gebracht. Denn der Wohnwagen ist ja jetzt schon 2,06 Meter in der Außenlänge. Und wenn ich das jetzt noch so rauswölben lasse, vorne und hinten, dann bin ich ja locker dann bei 2,30 Meter wahrscheinlich oder so. Und deswegen dachte ich mir, nee, machen wir nicht. Zumal die Holzplatte hier, das ist eigentlich eine gewesen, die doppelt so groß war. Die musste ich einmal in der Mitte durchsägen. Und dann habe ich die halt so hingebaut und dachte mir, okay, jetzt steht die nicht weit genug über, kann ich eh nicht umsetzen. Und deswegen habe ich mich spontan für die andere Form entschieden. Aber ich denke, die ist auch ganz nett, zumal ich jetzt hier die Möglichkeit habe, hinten bzw. vorne, also da, wo die Deichsel ist, könnte ich jetzt auch noch ein Fenster reinbauen. Das wäre bei der anderen Form, war das nicht geplant. Aber jetzt werde ich das hier wahrscheinlich umsetzen. Ähnlich wie bei Modi. An drei Seiten ein Fenster. Und da habe ich ausreichend Licht. Allerdings mache ich die Fenster nicht so groß. Die bleiben relativ klein. Nehme ich das dann in der Mitte. Da, das war das Fenster. 40 x 42 cm. Wie ich das jetzt hier angezeichnet habe, habe ich jetzt nicht gezeigt. Aber das kann man sich erklären. Ich habe jetzt hier zum Beispiel diese Achse in die Achse gesteckt. Und dann habe ich hier einen Stift dran gemacht. Und dann habe ich hier einfach so wie ein Zirkel die Linie gezeichnet. Genauso da diese Kurven, da habe ich hier eine Schraube reingemacht, um die Kurven zu zeichnen. Ach so, hier oben, um die große Rundung zu zeichnen, habe ich mehrfach probiert. Erst war ich da oben und dann habe ich gedacht, nee, ich mache das doch so. Da habe ich hier unten auch ein Holz dran gemacht, langen Strick und dann zack, ringsrum die Rundung gezeichnet. Ging total schnell. Ja, hier lasse ich einen Rand 2 cm überstehen. Das ist bei Modi auch so. An der Seite habe ich auch nochmal korrigiert, das sind auch 8 cm. Und die restlichen Streifen, die ihr jetzt hier seht, sind 4 cm in der Breite. Hier ist dann später das Rad im 3 cm Abstand zu dieser Kante. Und damit ihr jetzt versteht, warum ich das jetzt hier so mache, das, was hier drin ist, diese Karos, werden alle jetzt rausgesägt. Übrig bleibt nur noch dieses Gitter, sinngemäß, als eine komplette Rahmenkonstruktion. Also ich mache keine einzelnen Rähmchen, die ich miteinander verleimen oder vertackern muss oder verschrauben, sondern das ist eine Seitenkonstruktion. Richtig cool, finde ich. Und das ist auch bloß die Schablone für die eigentliche Wand, die aus 1 cm Multiplex besteht, also die Rahmenkonstruktion. Und diese wird von außen beplankt mit 3 mm Pappelsperrholz. Hier, habe ich schon mal organisiert. Das ist schön glatt, sieht total cool aus und es ist wirklich extrem leicht. Ich weiß natürlich noch nicht, ob das Pappelsperrholz dann auch so dauerhaft die gute Wahl ist. Denn man muss es ja versiegeln. Also es muss auf jeden Fall dann irgendwie richtig wasserfest sein. Und auch von drinnen, die Feuchtigkeit, die so durch Kondenswasser entsteht, das darf da alles nicht eindringen. Deswegen muss ich mir da noch was einfallen lassen. Momentan tendiere ich zum Streichen, Grundieren und Streichen komplett. Man könnte natürlich auch Epoxidharz dran schmieren. Müsste man am Ende trotzdem schleifen, grundieren und streichen, also lackieren, weil ich es ja wieder lackieren möchte mit Airbrush und so. Deswegen kann ich auch gleich das Epoxidharz weglassen und grundiere das einfach bloß. Ja, von innen sind ja dann diese Aussparungen, die 1 cm, ja, zwischen diesen Rahmenkonstruktionen. Von außen ist ja das Holz davor und von innen werde ich das mit 1 cm Styrodur verkleben, flächig. Somit habe ich dann wahrscheinlich eine sehr stabile Wandkonstruktion, die aber trotzdem sehr leicht sein sollte. Styrodur habe ich vorhin erst bestellt. Mal sehen, wann es kommt. 2-3 Tage Lieferzeit stand da. Ja, aber ich habe jetzt genug zu tun. Ich muss jetzt die Wand machen, dann die andere Wand, dann die zwei Stirnseiten.
Und später das Dach, da wird dann einfach so ein paar Zwischenstreben noch reingemacht und dann so eine Sperrholzplatte oben drauf. Von innen werde ich wahrscheinlich entweder auch Styrodur, wenn es sich biegen lässt, reinkleben. Vielleicht auch Styropor, habe ich auch noch da 1 cm. Und das Ganze wird dann von innen mit Stoff, mit Möbelbezugsstoff, ähnlich wie der Alex Tech, da hat es bei sich ja auch gemacht. Sowas werde ich dann da drinnen dran kleben oder Filz. Eins von beiden. Ich tendiere momentan zu Stoff. Genau. So, ich verspreche mir eine stabile, optisch gelungene Konstruktion. Ob es in der Praxis so aussieht, werden wir in diesem Video erfahren. Viel Spaß mit den weiteren Aufnahmen. Immer noch 29 Grad. Eine Sackarbeit, sage ich euch. Das war es die erste Seite und das ist ja nur die Schablone. Ich muss ja dann noch das eigentliche Produkt mit der Schablone fräsen, das mache ich aber dann morgen. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt so lange brauche, nur um ein Seitenteil oder eine Form für ein Seitenteil herzustellen. Ist der halbe Tag drauf gegangen. Ich habe jetzt mittags, glaube ich, angefangen und ja, seht ihr ja selbst. Also ich dachte, ich kriege hier 2 Seitenteile fertig oder so, also die Formen, und morgen kann ich dann weitermachen, aber ja, mache ich ja morgen weiter, morgen Vormittag wahrscheinlich und dann den ganzen Tag, und ich denke mal, ja, morgen geht es schneller. Zumal ich das hier jetzt schon als Schablone habe für die andere Seite, natürlich muss ich da die Tür weglassen, ne? Macht natürlich nicht so viel Sinn, 2 Türen reinzubauen, und dann mache ich einfach hier die Streben hier durch, genau, das hier wird ein bisschen versetzt, dass es vermittelt ist, und dann passt das. Normalerweise sollte man das hier mit einer CNC-Fräse oder sowas ausfräsen, wenn man es serienreif haben will. Aber das ist jetzt der Prototyp, da geht das auch mit der Stichsäge. Da muss das nicht so 1000%ig sein. Sollte ich aber mal in die Serienproduktion gehen, werde ich mir eine, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, also so eine Hand-CNC-Oberfräse ist das, also die ist gesteuert. Also man muss die mit der Hand schon führen, aber dann wird das halt korrigiert, wenn man da so ein bisschen abweicht und so. Finde ich richtig geil. Brauche ich auch für mein anderes Gedöns hier, für das Kleintierzubehör. Da mache ich nämlich auch ganz viel mit der Oberfräse. Die Oberfräse ist meine Lieblingsmaschine. Ja, freue ich mich schon drauf. Ich muss bloß gucken, ob ich noch einen ordentlichen Bündigfräser habe, damit ich das dann hier sauber ausgefräst bekomme. Aber das seht ihr dann in den nächsten Aufnahmen. Ich mache heute erstmal Feierabend. Also bis gleich. Also so eine Multiplexplatte bringt schon ordentlich Gewicht mit. Ich bin gespannt, wie schwer das Teil sein wird, wenn ich dann nur noch die Rahmenkonstruktion hier habe. Uiuiui. Ups. Dank dieses Plattenhebegriffs kann man das relativ leicht transportieren, weil so eine große Platte alleine zu tragen, ja, ist nicht so einfach. Jo, jetzt muss ich die irgendwie auf Hölzer legen, dann die Schablone drauf festschrauben und dann nach und nach alles mit Oberfräse abfahren. Auf geht's! Also ich bin jetzt gerade ein bisschen sehr sauer auf mich. Schlau wäre gewesen, wenn ich diese Platte mir vorher noch mal angeschaut hätte, wie breit die ist, weil dann wäre mir wahrscheinlich aufgefallen, dass die Schablone ein Tick zu hoch ist. Ja, mir fehlt jetzt hier oben einfach ein Stückchen. Ey, das ist ja echt ärgerlich. Was mache ich denn da jetzt? Neues Holz kaufen in einer größeren Form kann ich mir momentan nicht leisten. Schablone noch mal neu bauen, habe ich keinen Bock drauf. Ey, ich habe den ganzen Tag gebraucht fast, um diese Schablone herzustellen. Zum Glück habe ich die andere noch nicht gebaut, weil dann, ja, was mache ich denn da jetzt? Ich will ja auch die Höhe behalten, weil das hat ja einen Grund, denn ich will ja drinnen sitzen können und wollte halt noch ein bisschen Spielraum haben. Und ich denke, wenn ich das jetzt auf die Größe hier reduziere und ich dann drin meine erhöhte Sitzfläche mache, dann kann ich nicht aufrecht sitzen. Da
Das ist auch der Grund für diese Wölbung in der Mitte, weil da war mein Sitzbereich gedacht. Ich muss die Schablone so lassen. Ist ja jetzt der Prototyp. Also wenn das jetzt irgendwie zusammengeflickt ist, ja, dann ist es halt so. Bei den späteren Modellen weiß ich das und da kann ich ja dann anderes Holz kaufen. Ich lasse mir jetzt was einfallen und ihr werdet das Ergebnis dann irgendwann sehen. Ach, Freunde, also ein bisschen doof. Hier habe ich zum Beispiel mal kurz reingefräst, macht zwar nichts, Schablone ist ein bisschen beschädigt. Ja, woran liegt das? Mein Fräser ist stumpf. Den habe ich schon so oft verwendet und der fräst wirklich bescheiden. Und jetzt ist mir hier das Kugellager um die Ohren geflogen. Also das ist kaputt. Da. Das heißt, ich kann das jetzt nicht mehr weiter fräsen. Aber heiß ist es auch. Ja, es war wahrscheinlich nicht so optimal. Also dieser Bündigfräser für dieses Fräsen, keine Ahnung. Normalerweise bräuchte ich einen Kopierfräser, eine Kopierhülse habe ich ja auch. Habe ich alles nicht, besser gesagt. Und ich überlege mal was. Jetzt werde ich auf jeden Fall, damit ich das hier fertig kriege, alles anzeichnen und mit der Stichsäge aussägen. Ja, dann habe ich ja zwei Hälften, habt ihr ja mitbekommen. Die sind jetzt hier. Die Naht ist hier. Ist ja totaler Murks, ich weiß, aber wenn ich dann außen diese 3 mm Pappe-Sperrholzplatte drauf mache, hoffe ich mir, wenn ich das dann halt richtig flächig verklebe, dass es dann trotzdem stabil genug ist. Jo, alles ist ja der Prototyp, ist nicht so schlimm. Später werde ich dann, wenn ich das nochmal bauen sollte, mit einer größeren Platte, die gibt es in 3 Meter und 1,50 Meter vom Maß. Das ist jetzt hier so eine 1,25 Meter mal 2 Meter irgendwas. Ja, dumm gelaufen, aber so ist das bei mir. Ne? Ich Learning by doing. Und ich bin jetzt auch kein Schreiner oder so. Ich habe mir das ja alles selber ein bisschen beigebracht. Ich weiß auch nicht, ob ich alles richtig mache. Gerade Oberfräse habe ich eigentlich total wenig Ahnung. Ich habe halt viel gebaut damit, immer mit diesem Fräser und ähnliche. Die halten aber nicht so lange bei mir. Ich kriege die immer kaputt nach ein paar Wochen. Ja, die Dinger sind nicht billig. Da kostet so ein Fräser, kostet halt schnell mal, wenn man gute nimmt, 30 Euro aufwärts. Deswegen die Überlegung habe ich ja schon angesprochen. Da gibt es so eine coole CNC-gesteuerte Oberfräse, aber kostet 3.500 Euro das Ding. Ja, aber langfristig für mein Geschäft würde sich das Ding lohnen, weil da könnte man jetzt ohne Schablone, könnte man sowas auch irgendwie ausfräsen, zumindest so die Theorie. Egal, ich werde das jetzt hier mit der Stichsäge fertig sägen, zeige ich euch nicht, ist eh zu langweilig und dann zeige ich euch, ja, wie es dann fertig aussieht. Naja, sieht ja doch ganz gut aus. Man könnte denken, es ist ein Stück, aber es sind ja nun zwei Stücke. Ich vermute mal, das macht nichts. Also man kann das jetzt schön flächig verkleben. Ach ja, wenn ihr euch wundert, warum hier eigentlich so viele Latten rumliegen. Da, ich muss natürlich auch wieder Geld verdienen. Und zwar sind das hier die Latten für zwei neue Kaninchenställe. Die Kunden warten schon drauf, aber der Wohnwagen hat Vorrang. Jo, also, das sind jetzt zwei Stücke. Und ich überlege mir gerade, ob ich das Ganze jetzt nur flächig verleime mit dieser Platte da hinten oder ob ich das noch vernagele oder vertackern und ich habe mich fürs nur verleimen entschieden. Ja, in der Hoffnung, dass das auch dauerhaft hält. Warum auch nicht? Ich habe das ja jetzt grob alles angeschliffen und ich denke schon, dass das hält. Ja, ich werde das jetzt hier flächig alles einpinseln, vorher die Platte drunter legen. Da werde ich mir aber noch eine andere Platte drunter legen, damit ich eine schöne Auflagefläche habe. Und dann wird es einfach draufgelegt und dann suche ich mir was zum Beschweren. Das kommt dann oben drauf und dann warte ich einfach, bis der Leim getrocknet ist und dann geht es weiter im Programm. Ach, wie schön, dass die mir bei der Holzlieferung, bei der letzten, diese fette Platte mitgeschickt haben. Ja, ich habe sie einfach wahllos auseinandergesägt, weil die war nämlich richtig groß. Ich hätte sie ruhig ein bisschen größer sägen können, damit das da drüben auch noch aufliegt. Aber das kriege ich schon irgendwie hin. Besser als nichts. Ja, das ist jetzt meine Tischplatte. So, jetzt habe ich hier auch dieses 3 mm Zeugs schon mal grob zurechtgesägt. Ja, und als nächstes habe ich auch markiert, welche Seite jetzt beklebt werden soll. Und dann werde ich das jetzt mal tun.
Ihr seht das jetzt nur im Zeitraffer, aber 17.39 Uhr Abendessenszeit. Mache ich dann aber trotzdem noch fertig. Ich habe heute wieder erst, glaube ich, um 1 angefangen hier zu arbeiten. Kamen wieder Dinge dazwischen. Ich habe vergessen, ich muss ja noch Rasen mähen bei meiner Pferdekoppel und so weiter. Haufenweise Zeugs wieder. Das ist jeden Tag dasselbe. Ich nehme mir vor, früh geht's los oder Vormittag wenigstens, nachdem ich meine Tochter in den Kindergarten gebracht habe. Und dann kommt immer irgendwas dazwischen. Ja, ich bin halt extrem verpeilt. Immer. So. Und wenn ich das heute fertig habe, also hier verleimt habe, dann ist erstmal Schicht im Schacht. Dann ja, geht's morgen weiter mit der ganzen Auskleidung. Styrodur. Ich hoffe, das kommt morgen geliefert. Wenn nicht, mache ich das zweite Seitenteil und die Rückwände. Die filme ich dann allerdings nicht, weil das ist dann vom Prinzip dasselbe. Aber ihr seht auf jeden Fall im gesamten Zustand, wie es dann aussieht. Also es bleibt dran, es bleibt weiterhin spannend. Ich sagte ja vorhin, dass ich das Ganze dann irgendwie beschweren werde. Das war die Theorie und so sieht die Praxis aus. Voll leinhaft, stimmt's? Natürlich geht das besser, indem man beispielsweise noch so eine schwere Platte nimmt, die oben drauf legt und dann das Ganze zum Schluss beschwert, indem man halt noch auf die Holzplatte oben was drauf legt und rechts und links und so an den Seiten überall Spannzwingen anbringt. Aber ich habe ja jetzt nun zwei Teile. Bin nur ganz froh, weil der Leim, der trocknet bei den Temperaturen ziemlich schnell. Man muss extrem schnell hier das Ganze dran streichen. Und wenn ich die gesamte Fläche hätte einstreichen müssen, dann wäre das gar nichts geworden. Ja, da wäre der Leim schon auf der einen Seite trocken gewesen und ich wäre auf der anderen Seite noch mal fertig. Das sind alles so Erfahrungen, die ich jetzt während des Baues sammle. Also hat auch Vorteile, dass ich jetzt zwei Teile habe. Ja, dann weiß ich beim nächsten Mal Bescheid, dass ich vielleicht jemanden brauche, der mir dabei hilft beim Einstreichen oder so. Weil ich wüsste jetzt nicht, wie ich das schneller machen soll. Oder vielleicht gibt es auch Leim, der langsamer trocknet. Aber das liegt an der Temperatur. Es ist einfach zu warm. Wir haben heute wieder ja, 25 Grad sind Grad. Jo, also ich mache jetzt noch die zweite Hälfte dran. Die erste müsste jetzt schon angetrocknet sein. Und dann geht es morgen weiter. Weil der Tag neigt sich dem Ende. Ihr seht dann das Ergebnis. Moin, ein neuer Tag beginnt. Ist allerdings schon wieder fast um 10. Routinearbeiten, Tiere versorgen und so weiter. Ja, dann ist der Nachmittag auch wieder zerstückelt. Nachmittag ist ein Geburtstag. Danach ist Elternversammlung im Kindergarten. So, jetzt werde ich hier die optimal verklebte Platte, also die ist wirklich schön verklebt jetzt mit den Rahmen, werde ich jetzt mittels diesen Fräser, das ist auch ein Bündigfräser, allerdings ist hier das Kugellager oben, werde ich jetzt hier die ganzen Kanten wegfräsen, hier ringsrum. Und dann natürlich hier, wo das Fenster ist und auch die Tür, das mache ich alles mit dem Fräser. Ich habe keine Zeit, also nicht viel schnacken. Los geht's! Das ging ja mal schnell. Oh, das macht einen sehr guten Eindruck. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Das ist ja jetzt schon sehr stabil in sich. Und wenn ich jetzt noch die Styrodurplatten da reinklebe, dann wird das noch stabiler. So sieht das jetzt aus. Richtig, richtig geil. Und es ist gar nicht so schwer. Also ich würde mal sagen, wir können es ja gleich mal wiegen. 9 Kilo ungefähr. 6,9. Fehlt natürlich jetzt noch die Tür, ganz klar, und das Fenster. Also da werde ich bestimmt auf 10 Kilo kommen. Unterkonstruktion 20, sind wir schon bei 30. Die andere Wand wird ein bisschen leichter, weil die Tür fehlt. Ja, sind wir so bei 38. Und die Stirnseiten und das Dach kommen wir mit Sicherheit, naja, so Richtung 50. Das ist ungefähr der Gewichtsbereich, den ich mir so in der Theorie vorgestellt habe, ohne da wirklich was auszurechnen. Ja, da gab es auch die ein oder anderen im letzten Video, die haben das kritisiert. Die haben gesagt, Mensch, die Unterkonstruktion mit 20 Kilo ist doch schon viel zu schwer.
Mag sein, wenn man so auf das Gewicht extrem Wert legt, aber bei mir geht die Sicherheit vor bei diesem Camper. Ja, ich will ja keine ewig großen Touren machen, sondern ich möchte einfach hier ein bisschen rausfahren. Bei mir in der Gegend ist es nicht so extrem hügelig und bergig, da sollte das funktionieren. Und wenn ich doch mal weiterfahre, dann nehme ich halt die Strecke, die ich fahre, etwas zurück. Also wenn ich da zwischen 30 und 50 Kilometer am Tag fahre, ist das okay. Ich muss ja jetzt keine, was weiß ich, Langstreckenrekorde aufstellen damit. Ja, und ihr müsst halt auch wissen, diese Komponenten, die ich da verbaut habe, von hinterher, alleine diese Achse, die fetten Räder, die Auflaufbremsmechanik, ja, das ist alles Gewicht. Allein das wiegt über 10 Kilo. Und selbst wenn ich das hinkriegen würde, die Unterkonstruktion in 5 Kilo zu bauen, wäre ich trotzdem bei 15 Kilo, ja, das ist einfach so. Das liegt halt nicht an den Holz an sich, sondern an diesen Komponenten, die ich verbaut habe. Und hier sieht man ja an diesem Seitenteil, das ist leicht. Für die Größe, ihr müsst ja auch verstehen, ich baue ja hier 2,5 Meter mal 1,35 Meter in der Mitte. Das ist ja nicht klein, ja, und das ist halt Gewicht. Komfort steht an zweiter Stelle, Gewicht gucke ich halt, dass es einigermaßen passt. Man könnte das ja jetzt natürlich so lassen, außen halt schön lackieren und so. Aber ich will das natürlich auch etwas dämmen und von innen schön haben. Deswegen kommt da jetzt noch Styrodur rein. Habe ich jetzt auch gerade gekriegt. Postbote war da, 1 cm Styrodurplatten. Das wird auch flächig mit dem Holz verklebt. Habe ich mir so schon so Kartuschenkleber aus dem Baumarkt geholt. Keine Ahnung, ob es das Richtige ist. Ich probiere halt mich durch. Aber ich dachte mir, die Feuchtigkeit spielt ja auch eine Rolle. Gerade Kondenswasser im Inneren. Wie versiegle ich das Holz von innen? Wenn ich das jetzt flächig verklebe, könnte es sein, dass es schon versiegelt ist. Aber falls da irgendwelche Risse sind oder der Kleber nicht flächig ist, dann besteht die Gefahr, dass da Feuchtigkeit eindringt. Und um das zu verhindern, dachte ich mir, macht es vielleicht Sinn, wenn ich das innen und außen streiche. Ich habe mir Sachen bestellt, allerdings erst gestern. Also ich kann es heute noch nicht streichen, das mache ich dann, sobald es da ist. Innen kommt eine Art Farbharzzeug dran, also das ist auf Harzbasis. Ja, keine Ahnung, ich muss euch das dann zeigen, wenn es soweit ist, wenn ich es da habe. Und außen habe ich Bootslack bestellt, matt weiß. Da braucht man keine Grundierung, das ist auch extra für Sperrholz gedacht, sehr widerstandsfähig, klar für Boote. Ja, und dann werde ich das halt schön alles komplett bepinseln und außen wird es dann nochmal geschliffen, geerbrascht und mit zwei Komponenten Klarlack überlackiert. Aber die Grundierung ist der Bootslack. Und da erhoffe ich mir, dass das doch eine Weile halten wird. Die Praxis wird es dann zeigen. Ist das jetzt hier nachteilig mit den Stößen? Also ich würde jetzt mal behaupten, nee, das ist eigentlich egal. Das funktioniert auch so, das ist durch diese flächige Verklebung dieser Platte sehr stabil. Und wenn dann hier noch die Styrodurplatten drin sind, dann wird das noch stabiler. Also da mache ich überhaupt keine Gedanken. Allerdings würde ich dann doch später bei einem eventuellen Serienprodukt das aus einer Holzplatte machen. Einfach nur, weil das halt schneller geht. Denn das ist nämlich das zweite Problem. Ich bin momentan hier viel zu lange beschäftigt an einem Teil. Das muss schneller gehen. Ich sage euch mal was, wenn man das gewerblich betreibt und hier Steuern zahlen muss in dem Land und die ganzen Maschinen, die Werkstatt, das ist ja alles, muss ja alles gewartet werden. Die Maschinen müssen gekauft werden. Hier sind 30.000 Euro Maschinen drin und ich habe es noch lange nicht bezahlt. Das Dach ist kaputt. Ich muss hier das Dach sanieren. Ca. 60.000 Euro, was mich da hier erwartet, wenn ich viel selber mache. Ja, das ist ein Fass ohne Boden und man muss am Tag Minimum 300 Euro verdienen, wenn man sowas hier macht als Firma. Das ist die unterste Schmerzgrenze, da darf man auch keine Angestellten haben, keine Buchhaltung, keinen Steuerberater, der noch Geld kostet. Muss man alles dann selber machen für das Geld. Ja, und wenn man das jetzt mal hochrechnet, ich brauche vielleicht 5 Tage, wenn ich dann schnell bin, um so einen Wohnwagen zu bauen. Ich weiß es nicht, kann auch sein, dass es mehr ist. Dann ist man ja ruckzuck schon alleine, was die die Arbeitszeit betrifft, bei Richtung 2000 Euro, wenn noch die Mehrwertsteuer oben drauf kommt. Das Material kann man natürlich hier ein bisschen variieren. Die Auflaufbremse braucht man nicht unbedingt. Man kann sich auch was anderes hinbauen. Aber da ist man locker auch nochmal bei 1.500 Euro dabei. Ja, und dann ist man auch wieder bei 4.000 Euro, 5.000 Euro. So ist das nun mal. Also man kommt einfach nicht in Deutschland auf einen Preis von 2.000 Euro, wenn man das gewerblich machen möchte. Ja, so ein Modi, jenseits von 5.000 mittlerweile, wenn man den jetzt bezahlen müsste, alleine schon wegen der gestiegenen Materialpreise. Und da waren 3 Leute 3 Tage beschäftigt. Könnt ihr euch selber ausdenken. Das funktioniert nicht, ja. Oder man geht nach China, aber ich habe keine Lust nach China zu ziehen. Das ist eben das Nächste. Ja, falls da jemand das billiger produzieren kann, dann soll er es tun. Aber ich glaube, das ist einfach nicht möglich oder es macht halt keinen Sinn, weil kein Geld verdient man auch ohne Arbeit. So, ich mache jetzt weiter, ohne dass ich filme. Und zwar werde ich jetzt das andere Seitenteil schon mal vorbereiten. Genau nach demselben Prinzip wie das Seitenteil, nur dass die Tür halt fehlt. Und ja, alles komplett fertig machen. Auch die Stirnseiten. Und hier geht es dann weiter mit der Verklebung oder der,
dem Streichen. Genau, ich muss ja vorher streichen und dann klebe ich die Platten rein und dann nähern wir uns auch schon fast dem Ende.